Was wurde eigentlich aus Luisa Hartema, 24? In der 7. Staffel von Germany's Next Topmodel galt die gebürtige Ostfriesin von Anfang an als Favoritin und wurde am Ende tatsächlich von Heidi Klum, 45, zum Topmodel gekürt. Seit ihrem Sieg sind mittlerweile schon fast 7 Jahre verstrichen. In dieser Zeit konnte sich die hübsche Blondine so einige Modeträume erfüllen, hegt aber auch noch immer einen ganz großen Wunsch. Im Interview mit Pro&Nipul ließ Luisa die Zeit seit ihrem GNTM-Sieg Revue passieren. Dabei verriet sie, der Umzug nach Newark war definitiv ein Highlight für mich, da ich dort selbstständig gelebt habe, Shows gelaufen bin und einige Jobs ergattert habe. Dazu gehörten etwa Aufträge in der amerikanischen Fashion-Metropole selbst, aber auch in Barcelona, London oder Australien. Auch wenn sie mittlerweile zurück nach Deutschland gezogen sei und in München lebe, arbeite die 24-Jährige von hier aus weiterhin fleißig an ihrer Modelkarriere. Trotz aller bisherigen, teilweise sogar internationalen Erfolge betonte das Nachwuchsmannequin: "Ich finde, man sollte im Leben und in der Karriere immer Träume und Ziele haben, die man verfolgt. Ihr selbst schweben beispielsweise noch ein paar bestimmte Covershootings vor. Vor allem wünsche sie sich aber, eines Tages für das Dessous-Label Victoria's Secret laufen zu dürfen."